Hallo Leute, willkommen beim LS22 Survival im Niemandsland. Werde ich es schaffen, im menschenleeren Grenzgebiet einen erfolgreichen Hof aufzubauen? Dies ist Teil 85. So, mein Ladewagen ist jetzt fast voll. 190.000 Liter sind schon drin. Und ich dachte mir, ich lasse euch dran teilhaben, wie ich die letzten 10.000 Liter da reinpacke. Ja, und es ist schon sehr entspannend und gemütlich, da einfach so, lange im Kreis zu fahren. Schön auf Tempomat gestellt. Da muss man nur ab und zu mal ein bisschen lenken. Und da die Fläche so groß ist, habe ich mir auch die Kurven irgendwie immer gemütlicher gemacht. Also sprich, ich habe hier manchmal so ein bisschen was abgeschnitten, weil ich werde sowieso nicht die ganze Fläche abernten. Auch wenn das lukrativ wäre. Aber das dauert Stunden. Und ja, 200.000 Liter finde ich schon ganz ordentlich. So. Gleich ist er voll. Jawohl. Gut, dann laden wir das mal aus. Ist schon mit einer Füllung ordentlich schmutzig geworden. Aber gut, die Füllung ist halt auch recht groß. Hier habe ich jetzt auch mal so im Vorbeigehen die Bäume gecheckt. Der einzig nennenswert große Baum ist hier bei dem Felsen. Das kann man eigentlich einfach stehen lassen, so als hübsche kleine Gruppe. Auch die zwei kleineren Bäume. Ja, und dann dachte ich, südlich davon mache ich dann einen Weg. Und dann stört natürlich dieser Felsen irgendwie bei der Feldarbeit. Obwohl man könnte das Feld dann auch quer bearbeiten. Und ja, zwischen dem Weg und dem Anfang von diesem Wald, wo wir jetzt gerade drauf gucken, könnte ich dann ja auch noch ein schmales Feld machen. Und das ist dann zwar nicht so gigantisch, aber ich denke mal, es lohnt sich da trotzdem was drauf anzubauen. So winzig wird das gar nicht. So, jetzt hier die feierliche Einfahrt durch unsere Zypressenallee. Na, und Milch könnte ich dann ja auch noch mal zu den Produktionen bringen. Denn es gibt ja schon etwas Milch. Auch wenn die Kühe ein wenig verärgert waren wegen mangelndem Futter. Ein bisschen Milch haben sie ja produziert. Und hier habe ich gedacht, dass ich mal für eine Weile zumindest die Heuproduktion sowieso wieder anwerfe. Und ich lasse auch mal ein bisschen totale Mischration produzieren. Ich habe zwar eben noch das Lob auf, also in der letzten Folge, das Lob auf die Heumilch gesungen. Aber, ja, totale Mischration ist halt schon produktiver. Und das kann ich hier einfach so nebenbei mal produzieren lassen. Ich muss nur dran denken, dass ich es auch wieder abschalte. Boah, wie lange der hier auslädt. Das ist recht so.
Und ich habe ganz vergessen, Siliermittel reinzufüllen. Macht ja letztlich nichts, denn voller Ladewagen ist voller Ladewagen. Aber es wäre schneller gegangen mit Siliermittel. So. Und wenn man ein Feld erntet, dann hat man halt von dem Feld auch einen höheren Ertrag. 5% sind das, glaube ich. Das lohnt sich dann schon. Das spielt natürlich keine Rolle, wenn man ja so eine große Wiese aberntet, die man sowieso nicht vollständig erntet. Da ist es dann nur ein Zeitgewinn. So, jetzt gucken wir mal. Also erstmal ein bisschen Heuproduktion und Silage ist angeschaltet mit Gärresten, sehr gut. Wasser ist drin, mehr als genug, gigantische Mengen. Der Verteiler gibt da wohl große Mengen Wasser hier hin. Naja, ist okay. Könnte man hier auch wieder rausholen. Das ist ein Vorteil. Und dann könnte ich Mischration machen lassen. Stroh habe ich ja nicht. Nee. Dann ist Rezept 2 geeignet. So. Ja. Und wie gesagt, da muss ich dann rechtzeitig das wieder ausstellen. Nicht, dass wir hier dann 100.000 Liter Mischration kriegen. Jetzt sind schon 570 Liter. Das geht also schon zackig. Eieieiei. Oh, und wir haben 48.000 Saatgut. Boah. So viel? Das sollte ich mal... Okay. Sollte ich mal abschalten? Ja, das schalte ich mal ab. Und Mineraldünger ist auch schon hergestellt worden. Ja, immerhin 4000 Liter. Das kann ich dann ja den Gärten geben. Und das Saatgut auch, das wird für Jahre reichen. Muss ich nur dran denken. Und hier liegt irgendwie so ein kleines Holz rum. Das zersäge ich einfach mal. Flupp, weg ist es. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal putzen. Und irgendwas ist hier auch ziemlich kaputt. Ich denke mal, momentan sind wir reich genug, um problemlos reparieren zu können. Ich schätze mal, das dürfte vor allem das Schneidwerk sein. Das habe ich ja mal... Mähwerk meine ich. Das habe ich ja mal gebraucht gekauft. Das geht natürlich auch schneller kaputt. So... Eieieiei. So schöner neuer TARDIS. Der hat sich jetzt gut gefahren am Schluss. Ich hatte ja schon so ein bisschen befürchtet, jetzt fahre ich hier mal im Kreis rum, damit ich da mit allen Geräten gut draufstehe. Also ich hatte ein bisschen befürchtet, dass die volle Ladung den praktisch von der Performance her runterzieht. War aber nicht, gar nicht. Und das finde ich schon sehr praktisch. So. Oh.
Der ist schon 6 Monate alt und schon so kaputt. Und kostet schon 9.000 zum Reparieren. So lange habe ich den schon? Oh. Also gut. Ich würde sagen, dann reparieren wir den mal. Weil momentan haben wir ja das Geld. Der, ja, der ist ziemlich hinüber, aber billig zu reparieren. Und der TARDIS, ja, der ist noch völlig in Ordnung. Das lohnt sich auch nicht. Obwohl. Dann ist er wieder ganz neu. So. 14 Euro tut jetzt nicht weh. Aber den Traktor habe ich immer noch als den neuen Traktor empfunden. So. Ich denke mal, dass ich den Klaas bestimmt bald verkaufen kann. Weil das lief jetzt so geschmeidig mit dem TARDIS. Also ich nenne ihn einfach mal liebevoll TARDIS, weil... ja, Lizard heißt das Ding halt, weil solche... selbst... ausgedachten Fahrzeuge, die nicht in den normalen... Also es ist ja kein Klaas mehr, weil ich ihn zu sehr verbogen habe. Also die da nicht mehr reinpassen in das Markenschema. Die heißen halt immer Lizard. Aber TARDIS ist der Eigenname von dem Ladewagen. Darum nenne ich den TARDIS. So. Jetzt gucke ich mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Oh, wir könnten auch die Insel beim Verteiler dekorieren. Ich denke, das sollten wir mal machen. Und danach will ich gleich mal den Grubber ankoppeln. Ja, ich koppel gleich mal den Grubber an. Denn danach steht an das Feld da, wo wir jetzt gemäht haben. Das in ein Feld zu verwandeln. Beziehungsweise in zwei. Und Weg, Bau und. Das hat zwar keine Eile, aber trotzdem will es gemacht werden. So. Und ich sollte hier mal gucken, ob das mit dem Verteilen und dem Wasser und so alles gut geklappt hat. Ja, die haben massig Zeug. 14.000 Liter Wasser und je 800 oder 600 Dünger und Saatgut. Rennen wir mal zu einem anderen. Vergleichbar. Ja, die haben etwas weniger Saatgut und Mineraldünger. Aber auch für mehrere Tage. Oh, und hier. Oliven, jawohl. Dann stelle ich das jetzt mal auf verteilen. Ja, ich guck mal. Ja, ich stelle es einfach erstmal auf verteilen. Und wenn sich dann zu viel in den Produktionen ansammelt, wobei das könnte ich jetzt schon mal sehen. Wenn wir da hingehen, dann kann ich es auch auf Direktverkaufen stellen. Ich gucke auch mal, was ich hier bei denen habe. Ich meine, wir haben ja nicht viele Olivenbäume. Alle drei auf Verteilen. Okay. Und der eine hat halt bisher nicht verteilt, sondern hat hier schön produziert. Sollten wir auch mal ein schönes Erinnerungsbild machen. So.
Und vielleicht auch mal. Na, das sieht nicht so gut aus. Also lassen wir es hierbei. Die ersten Oliven und die ersten Trauben sind auch erschienen. Jetzt muss ich hier einen Bogen machen, weil ich will das ja in der Produktion abliefern und nicht verkaufen. So. Und wir hatten, glaube ich, schon 500 Oliven drin. Da hätte ich natürlich besser vorher geguckt. Dann renne ich mal zu der anderen Produktion. So. Da sind Oliven. Nur 26 Liter. Ah, nee, das war ja eine Tausenderkiste. Okay. Ja, darum sind da so viel. Gut, dann warten wir erstmal ab. Und lassen das auf verteilen. Ah, Trauben gucken. Trauben. Wo sind die Trauben? Die Liste ist echt lang. Sind etwa keine Trauben da? Ja, wir haben ein bisschen Traubensaft und wir haben einige Rosinen. Aber ich sehe jetzt keine Trauben. So. Dum, 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 dum. Ja, 0 Liter. Das heißt, wir haben aktuell eigentlich eher zu wenig Trauben für die beiden Produktionen. Hier kommen jetzt natürlich noch 550 Liter sind das, glaube ich, nur. Ja, das sind 550 Liter. Und gleich kommen nochmal, da sind 546 Liter drin, die warten. Jetzt sind 47 Liter. In wenigen Minuten kommt die zweite Kiste, dann kann ich zwei Kisten verteilen. An jede Produktion eins. Und dann stelle ich es auf Verteilen und dann schauen wir, ob das reicht. Weil möglicherweise reichen die drei Oliven und drei Traubengärten nicht für die beiden Produktionen. Obwohl, Trauben sind, glaube ich, kritischer, weil das ja zwei Produktionen sind. Das werden wir also sehen, ob die immer mal wieder leer werden in den Produktionen, dann würde ich hier einfach noch zwei Traubengärtchen dazustellen. Die verfügbare Fläche geht ja noch hier weiter. Das geht ja bis da runter, bis zu dem Weg. Kritisch sind dann eher die... Ah, jetzt! Jetzt ist die zweite Kiste gekommen. Sind die 60 Produktionen und Gärten, die man maximal haben darf. So. Hier könnte ich jetzt auch umstellen auf Trauben, Saatgut und Mineraldünger verteilen. Und bei den anderen kann ich das auch machen. Dann wird auch mehr produziert. So. Und bei den Oliven kann ich das auch machen. Das ist gut. Dann produzieren die gerade mal doppelt so viel. Das müsste dann hoffentlich reichen. So. Dann bringen wir diese Kiste mal hierher. Schlurch. Irgendwie macht mir sowas immer wieder Freude, so die Früchte des Anbaus zur Produktion zu tragen.
Ich meine, wenn ich da jetzt 20 Mal gehen müsste, da würde ich nicht mehr jubeln, aber so immer so die erste oder zweite Ausbeute, die trage ich noch gerne von Hand hin. Und wenn es dann mehr wird und sich wiederholt, kann man es ja auch verteilen stellen. So. Ja. Ich mal kurz nach den Gärten gucken, ob alles in Ordnung ist. Aber eigentlich wollte ich hier diese Insel verzieren. So, ich nenne das hier Insel. Ist natürlich kein, es ist eine Verkehrsinsel. Ja, auch nicht so richtig, aber so. Weil zwei Wege drumherum führen. Gucken. Das trage ich hier mal zur Seite. So. Und dann schauen wir mal. Ich meine, eigentlich ist das schon ganz schön. Ups. Nö, 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 nö. Aber dahinter würde ich wohl Gras malen, wenn das geht. Weil hier kann man Sachen rausholen aus dem Verteiler. Aber das habe ich ja gar nicht vor. Und wenn da Gras wäre, würde mich das auch nicht stören. Ich denke mal, hier das lasse ich das Gras. Die Frage ist, ob ich hier diese Ecke lasse. Ich glaube nicht. Und dann könnte man vielleicht ein paar Bäume hinstellen. Also so richtig zivilisieren will ich das nicht, sondern mehr so optisch ein bisschen aufpeppen. Beton. Nee, eigentlich eher Asphalt, glaube ich. Mal gucken. Ja. Und hier könnte man es eigentlich so ein bisschen abrunden. So. Und dort, da male ich mal ein bisschen Gras hin. Ja, das geht. Das ist dann natürlich Gras auf Dirt. Da male ich erstmal Gras darunter. Also hier. So. So. Und jetzt kommt da Gras hin. Tja, inzwischen sind wir schon so reich, dass ich mir das Mahlen von Gras leisten kann. Gut, das ist jetzt auch eine kleine Fläche. Dann kann man vielleicht auch hier ein bisschen. Na, da sollte man Gras drunter malen. So. Und jetzt. So. Und dann hier Blümchen gibt es hier ja wohl gar nicht. Das ist ja tragisch. Machen wir ein paar Büsche hin. So. Was haben wir hier? Aber so ein paar Blümchen wären ja schon ganz nett. Nun gut, vielleicht hat das die Niemandsland auch davor bewahrt, aus dem Motto abzufliegen. Viele Karten sind ja irgendwie wegen zu viel Bodentexturen und dergleichen für die Konsolen gesperrt worden und so.
So, aber wir haben ja ein paar Bäume. Die Frage ist, welche nehmen wir? Sollten natürlich hier mit unserem Wasserturm harmonieren. Ich dachte gerade hier noch so eine Pappel dazu. Haben wir hier ja auch. Aber ich denke mal, hier ist es nicht wassernah genug. Es ist zwar auch nicht weit weg vom Wasser, aber ja, Pappeln sind ja eigentlich immer eher so an Ufern oder so. Das stimmt gar nicht. Also schon sehr oft. Aber wir hatten hier gegenüber von unserem Haus, neben dem Mietshaus, was hier gegenüber von unserem Haus ist, eine riesengroße Pappel. Und irgendwann musste die dann gefällt werden. Die war wohl einfach zu alt und groß geworden. Aber die war groß und prachtvoll. Die Frage ist nur, ob das passend ist. Aber irgendwie habe ich mir das jetzt... Würde schon passen. Mal gucken. Sind da... Ah ja, die wäre größer als die. Das würde ja zumindest hier irgendwie diese persönliche Pappelerfahrung von mir widerspiegeln. Und dann hier vielleicht noch eine ganz kleine daneben. Ja, ganz klein ist was anderes. Die könnte man dann vielleicht hier hinstellen. Und hier noch eine mittelgroße ist, glaube ich, zu dicht. Nee, dann gucke ich mal lieber irgend so ein... Es gibt ja so gebüschartige Bäumchen. Ja, sowas in der Art. So klein muss es jetzt doch nicht sein. Sowas hier vielleicht. Das gibt dann vielleicht auch im Herbst einen netten Farbkontrast. So. Ja, das ist schon fast wieder zu groß. Obwohl, es würde gerade so gehen. Wenn man schon keine Blümchen hat, dann kann man wenigstens mit Bäumen protzen. Ja. Also so im Frühling würde ich sagen, sieht es jetzt ganz gut aus. Schön grün. Irgendwann machen wir auch dies hier mal. Aber ich will ja auch noch anders wohnen. Da brauche ich dann diesen Platz vielleicht auch für mein künftiges Wohnhaus. Und zwar ist mein Plan, wenn ich mein rotes Farmgebäude-Pack fertig habe oder im Test, dass ich dann in dem roten Farmhaus da wohne. Schön groß, begehbar, mehrstöckig. Das, was es auf Port Limbo gab. Und damit habe ich jetzt angefangen, das für den LS22 flott zu machen. Da gibt's viel zu tun, weil ich das ganze Textursystem umbauen will, dass man dann Farbwahl hat und. Und darum wird das dauern. Aber das ist einer der nächsten Mods von mir, die rauskommen. Und wenn das fertig ist, dann kann ich ja anschließend hier den Bereich da drum irgendwie hübsch machen. Und hier vielleicht... Mal gucken überhaupt, ob das hier hinpasst oder ob ich es vielleicht hier hinstelle oder da. Und bis dahin lasse ich das in Ruhe. So, jetzt vielleicht hier, da wo ich stehe, noch irgendwas Kleines. Mal gucken. Das sind hier noch Nadelbäume. Die will ich da jetzt nicht. Das war der Kleine hiervon. Und vielleicht dann doch diesen Mini. Der ist schon ein bisschen arg mini. Oder hier so ein.
Der ist auf jeden Fall anders und sieht dann im Herbst, glaube ich, auch anders aus. Oder diesen hier. Ja, ich glaube, ich nehme hier diesen hin. Okay. Dann ist es hier schön eingewuchert. Gut. Ne? Kann man das irgendwie vernünftig sehen? Nicht so ganz. Jetzt gehen wir mal einfach ein Stückchen weiter weg und gucken mal, wie das so aussieht. Ja, die hohe Pappel kann man kaum in ihrer vollen Höhe sehen. Aber ich glaube, mir gefällt das mit der hohen Pappel. Jetzt steige ich hier mal auf so einen Wassertank drauf. Kann ich das? Ja. Ja, jetzt habe ich mehr Überblick. Und dann gucken wir uns das nochmal von der anderen Seite aus an. Vielleicht sollte ich da auch noch so eine Lampe hinstellen. Ja, so kann man das doch ganz gut sehen. Und ich denke mal, so eine Lampe würde da durchaus Sinn machen. So. Dekoration, Lampen. Das ist, glaube ich, so eine. Oder wir nehmen hier die Luxuslampe mit zwei. Obwohl hier, da haben wir die einzelne und das hier ist eine ganz andere. Nehmen wir lieber wieder so eine. So. Und dann vielleicht auch hier. So. Schon denn schon, dann machen wir hier Festbeleuchtung. Jawohl. Das ist das Schöne, wenn man reich ist. So. Dann kann man einfach mal ein paar Lampen pflanzen. Gut. Ja, ich glaube, fürs Erste gefällt mir das ganz gut. Und vielleicht baue ich ja irgendwann mal ein Mod mit platzierbaren Blümchen. Das könnte ich mir schon mal vorstellen. Und dann würde ich da auch noch so ein bisschen Blümchen dazu pflanzen. Aber mir gefällt es irgendwie auch so, dieses. Das ist jetzt nicht so der, ja, der Spießergarten, sondern mehr auf natürlich gemachte Gartengestaltung, so eher Typ englischer Garten. Und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich könnte mir vorstellen, später dann um mein Haus rum, dass ich da vielleicht dann auch gerne so ein paar Blumenrabatten hätte. Also so, ja, mehr Spießergarten. Weil das hat ja auch seinen Reiz. Ups. Jetzt habe ich wieder geträumt. Ich habe zum Ballon geguckt. Hier kann man noch was verkaufen.
ordentlich Zucker. Was wir jetzt so alles produzieren. Zucker aus heimischer Produktion. Und jede Menge Erdbeereis. Ich habe die Milch noch nicht transportiert. Hier kann man ja sehen, wie viel Milch noch drin ist. Ist, glaube ich, alle. Doch, nee, 3000. Ah, ist eigentlich noch reichlich. Gut. Da muss ich jetzt nicht unbedingt was abliefern. Das können wir auch noch am Abend machen oder morgen oder so. Also Milch an die Produktion liefern. Gut. Dann können wir als nächstes unverdrossen das Feld anlegen. Da hinten. Ja. Und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.